Liebe Schwestern und Brüder, es ist noch nicht lange her, es ist einige Tage, da haben wir über ein Wort des heiligen Augustinus nachgedacht, in dem er sagt, dass unser ganzes Leben dazu dient, auch die Feier der Sakramente dazu dient, das innere Auge zu heilen, damit es eines Tages Gott schauen kann. Die Heilung ist das verbindende Stichwort der Lesungen am heutigen Tag. Und nicht irgendeine Heilung, wie wir manchmal heute ganz diffus, sehr schnell von Heilwerden sprechen. Nein, es ist die Heilung der Augen. Das hat mit Blindheit zu tun, die uns offenbar alle betrifft. Wir wissen, wie sehr, und in der Rorate erfahren wir das besonders, wie wichtig das Licht im Advent ist, das wachsende Licht. Das Licht wirkt besonders in der Nacht, im Dunkel, so wie jetzt hier in der Kirche. Es ist das wichtige Eingeständnis, dass wir oft genug im Dunkel tappen, wenn wir auf uns selber gestellt sind. Unsere Augen können nicht sehen, sie müssen geheilt werden. Wir haben das in der Lesung gehört. Die Augen der Blinden sehen nicht, aber wenn sie geheilt sind, dann sehen sie sogar im Finstern. Die beiden Blinden des Evangeliums wissen um ihr Dunkel. Das ist die Frage, die dieser Adventtag an uns stellt, ob wir um unser Dunkel wissen und ob wir diese Bitte aussprechen können, diese adventliche Bitte der beiden Blinden im Evangelium: Wir wollen sehen. Wir wollen endlich das Licht entdecken. Und wir feiern ja den Advent, weil wir wissen, worin es besteht. Deshalb rufen wir unablässig nach dem Kommen des Lichtes, nach dem Kommen Jesu Christi, der das Licht dieser Welt ist, wie er selber von sich sagt. Die Lesung ist so etwas wie ein Echo des Seeliedes, der großen Seehilfe der Kirche, die sie jeden Abend einübt, wenn sie das Magnificat anstimmt. Wo Maria, die diese Seehilfe nicht nötig hat, weil ihre Augen gar nicht erst geheilt werden müssen, sondern weil sie gleich klar sieht beim Anruf Gottes, weil sie dieses große Lied über dem werdenden Licht in ihr anstimmt. Und wir machen diese lichtvollen Worte jeden Abend als Kirche uns zu eigen. All das ist in der Lesung angeklungen. Das Licht, dass sich die Erniedrigten freuen und die Armen endlich jubeln können, dass die Unterdrücker stürzen, weil eben alles schon anders geworden ist. Einige werden vielleicht sagen, ja, aber das stimmt ja nicht. Es ist ja eben gerade nicht anders geworden. Es gibt sie noch, die Unterdrücker. Wir könnten sie mit Namen nennen. Doch, das Licht ist in die Welt gekommen. Auch wenn, wie wir selbst am Weihnachtstag noch hören werden, die Welt dieses Licht nicht anerkennt. So ist es doch in der Welt, unwiderruflich. Gott hat sein Lichtwort in diese Welt gesprochen, neu über dieser Welt aufgehen lassen. Und damit hat sich alles geändert. Maria konnte es schon sehen mit ihrem heilen Auge. Unsere Aufgabe ist es, nicht zuletzt im Advent, dies neu zu entdecken, in ihrer Spur, mit der Bitte: Ja, wir wollen endlich sehen. Wir wollen die wirklichen Verhältnisse dieser Welt entdecken, die schon vom Licht durchdrängt sind. Seit dem Kommen Christi ist der Morgen über dieser Welt unwiderruflich angebrochen.